Ihr seid aber nicht an einem LKW, oder? Doch, 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 sind doch. Wir wir. Sind das. Was? Ich hab einen roten Rucksack. Nicht schießen! Ich seid so bescheuert, ne? Reloading! Ist schon leer. Backup! Gerade ein Auto vorbei, was gequietscht hat. Also nicht so normales Pkw-Quietschen, was man von alten Schrottkarren kennt. Iku, Iku? Nein, kein Iku, Iku, sondern Iku. Oh Gott. Ja, ich weiß. I'm so scared. Mehmet hat's dreimal hintereinander versucht. Bitte melde dich an. Hä, was wollen die? Bitte melde dich an. Ich verstehe das immer noch nicht. I don't speak this language. Fucking server. Do you speak Turkey here? I go and kill all. I kill all. Cold. I call all. I call all. Ich rufe euch alle an. Seid vorsichtig. Enzo, bitte hör auf. Lass gut. Das ist lustiger. Wenn ich versuche Englisch zu reden, dann ist es immer lustig. Hey, dann versuch lieber was anderes. German. Aha. Versuch du mal abnehmen. Du Spaß. Ja, wie wär's mal, wenn du Mandarin sprichst? Mhm. So. Oh nein, nein. Nee, Mandarin kann ich nicht. Wie ist denn ja, die Alte jetzt schon wieder auf mich aufmerksam? Da ist ein Spieler. Und? Sag ihm, du hast große Eier. Nein, will ich auch nicht sagen. Hier ist PvP zu, der Arschloch. Hallo? Hallo, Überfall. Was? Überfall, Digga, Überfall. Bleib stehen, Digga. Alter, Digga, bleib stehen, du musst nicht schießen. Mann, red normal, Alter, ehrlich. Okay, nein, Spaß, Digga. Vielleicht will ich einen Zombie helfen oder so. Nö, den krieg ich gleich hin. Ich renne jetzt gerade zum Spaß hin, weil da kommen gleich noch ein paar dazu. Alles klar, Digga. Alles, oh, alles klar, Digga. Was ist denn der Spacken? Er hat die Tür zugemacht. Von der Police. Wo ist denn der andere Zombie? Achso, da drin. Ja, der wird mich wahrscheinlich gleich umbringen. Sobald er da drin eine Waffe finden sollte. Nehme ich jetzt einfach mal ganz stark an. Weil so nett fand ich den jetzt nicht. Ich habe es analysiert und musste feststellen, dass nein. Der war grenzenlos böse. Und sein Digga hat mir überhaupt nicht gefallen. Digga? Ja, ja, die ganze Zeit zu sehen, Digga, bleib mir stehen, ey, Digga. Ja, aber ruhig gerade mal, nicht so laut hier, der muss hier bestimmt an der Police sein. Eine Flashbang. War der nicht hier drin oder hat er sich killen lassen? Ne, der hat den Zombie totgeschlagen. Mit seinen Fäusten. Magazin für die PM73. Munition, 9 mm. Eine Glock. Das sind die Glock für Musik, für Musik, ist klar. Jetzt geht's richtig. Musik? Soll ich singen? Nein. Bitte nicht. Halt, da schlage ich irgendwas hinterm am Stuhl? Nee. Doch, Handschellen noch. Ob der mich gleich abknallt? Darf er, doch, du bist in der PvP-Zone, ne? Ja, ja, Elektro ist, glaube ich, PvP, ja. Ja, er ist auch tot hier. Er liegt hier. Ja, tot. Er hat die PM73 Rack gefunden. Aber scheint das Mac nicht. Naja, was du nicht brauchst, ist, nehme ich gern. Tsukasas Mikasa. Dich zu töten, blieb mir fern. Oh, er hat sogar eine MP5 gefunden. Mensch, ich bin doch richtig stolz auf den Jungen. Ich spiele nicht oft den Laufsimulator, nein. Das ist doch bei DayZ eigentlich, das ist... Doch, das ist der neue Laufsimulator 2016. Da haben sie sich mit Bohemia Interactive zusammengetan.
und haben gesagt, okay, DayZ wird eh nichts mehr, machen wir einen Laufsimulator draus. Und es funktioniert, die Idioten kaufen. Es funktioniert einfach frei. Man hat sogar, man kann sich sogar andere Outfits aussuchen zum Laufen. Ja. Ich persönlich habe meine Nikes, meine grünen an. Nein, Quatsch, ich bin auf dem Weg jetzt in den Norden von Elektro, kurz ein bisschen was durchgelootet. Kennst das ja wahrscheinlich. Und jetzt weiter nach oben, um mit den restlichen Kumpanen wieder zusammenzutreffen, um dann natürlich auch wieder ordentlichen Loot zu kriegen und dann ein bisschen zu überfallen oder zu morden oder sterben. Oder zu sterben. Sterben habe ich aber letztens eigentlich schon auf meiner Liste gehabt, das habe ich schon abgehakt, nachdem ich fully equipped war. Perfektioniert, ja. Ja, ja, das ist perfektioniert. Ja. Hey Endzeit. Schön, dass ich Sie treffe. Sie haben immer noch so einen bescheuerten Helm auf. Kann ich dir helfen? Ja. Und ich liebe meinen bescheuerten Helm. Und ich habe eine Ark. Safe Zone, mein Freund. Safe Zone. Kann ich benutzen. Nein, ich bin ein Psychopath. Möchten Sie, dass ich meine Ark benutze? Möchten Sie es? Sind Sie sich sicher, dass ich hier meine Axt nicht benutzen würde, mein Freund? Ich würde darauf verzichten. Würden Sie? Nun denn, ja, dann... Okay. Alles klar. Alles klar. Ich stehe mich kurz in mein Zelt, rede weiter und tu die Dinge, die ich immer tue. Also nicht. Alles klar, mach. Also wenn er hier ist und Devil's Castle nicht sieht, dann fress ich Oni, weil du, den kann ich mir nicht erklären, wie das hier zustande geht. Na mei, du warst doch, du bist ein bedepperter Typ. Was soll denn das? Du weißt doch ganz genau. Da ist hier eine super Wassermaschine, eine super schöne. Die hat bestimmt noch ein paar Umdrehungen auf sich drauf. Na mei, ob die noch in Ordnung ist, guck mal, die hat kratzt an der Bedienfeld. Du willst sagen, bauen wir uns einen selbstgehauten Grill? Und guck, man kann durch die Glasscheibe nicht mehr durchschauen. Also ich finde das ein bisschen bedeppert. Woher sollen wir Sturm kriegen, oder was? Für einen Grill. Mal, ich komme nicht, ich kann es nicht kriegen. Ich krieg's gerade nicht hin, warte. Oh mein, was ist los? Kannst du nicht reden, oder was? Ich meine, wir brauchen noch für den Grill brauchen wir noch gar keinen Strom. Und willst du raus einen Grill basteln, oder was? Ich hab kein Wort verstanden. Na guck doch mal an, das ist eine Titan Waschmaschine, oder? Die ist super gut, die ist super qualitativ, nur 3 Jahre Garantie und du willst nicht verwandeln, oder was? Ich muss dir leider was erzählen. Ich hab den Garantieschein verlegt. Oh nee. Oh doch. Was stimmt mit dir nicht? Was soll denn das? Ganz ehrlich, ich denke, ich arbeite hier mit Profis und was soll das? Schluck erstmal runter, du Dreckstück. Deine Drecksmutter, Alter. Was denn? Ihr seid aber nicht an einem LKW, oder? Doch, wir sind das. Nicht schießen! Ich seid so bescheuert, ne? Reloading! Ist schon leer. Backup! Und zeigt mir, also wenn jemand Batterien zufällig findet, dann nehmt sie mit. Oh, Camp ist durch, oder? Oh, da hinten rennt einer, full equipped. Wo? Hinten in der Stadt selbst. Rennt außerhalb. Oh ne, hier okay. Vorne auch direkt bei den. Ja. Oh, ganzes Team. Okay. Das könnte TG sein. Dann lass uns einen Punkt, wo wir uns zurückziehen und sammeln. Ja, wohin jetzt? Rennen Sie Richtung große Halle, rot. Okay. Rote Halle, groß. Wir sind noch überhalb vom Camp. Ja, lass uns mitverschieben. Lass uns da, wir rennen da Richtung rote Halle, da sammeln wir uns jetzt erstmal. Ja, rote Halle sammeln. Alle. Ja. In welche Richtung sind Sie gelaufen? Unsere Richtung. Ja, dann müssen wir uns beeilen. Wer hat einen Sniper-Gun? Keiner. Ich. Achso. Okay. Warte, ich orientiere mich kurz. 9. Du gehst etwas nördlich von uns in Position. Achte darauf, dass sie dich nicht sehen. Okay? Über die Straße. Nördlich.
Ich sehe 1, 2, 3, 4 von uns. Ich bin hinter dir. Wer hat eine weiße Armbinde? Keiner von uns. Okay, dann ist... Ja, die sind schon hier auf dem Weg hierher. Ja, die sind schon da. Wo denn genau? Hey, alles klar? Ey, schön, Eros, bau auf sich. Okay, dann... Okay. Die laufen rundherum. Boah, auch nicht wirklich hier. Behalt ihr den Hinterausgang im Auge? Ja, hab ich. Ich bin oben. Okay, kannst du uns einsehen? Ey Jungs, was geht ab, Mann? Da oben läuft auch noch einer, wie der. Oben ist auch einer, zwei. Ach, die laufen da oben, da draußen wo? Ja, ganz außen hoch. Bitte? Sieht so aus, als wenn die gleich schießen wollen. Redet nicht so viel, ich höre hier drin nichts. Na ja, dann, ne? Dann schaut mal schön. Hier draußen bei mir steht noch einer. Die planen, glaube ich, drei Stück sind oben. Wir sind ein paar mehr. Okay. Alles gut bei euch? Ja, die hängen hier oben. Zwei Stück hängen oben auf dem Gerüst. Drei Stück sind oben, ich bin auch noch oben. Okay. Ihr habt sie aber im Auge ungefähr, ne? Ja. Einer ist hier unten bei mir, hinter der Hand. Nun, um es klar auszudrücken, wir sind hier gerade in einer blöden Pattsituation. Hi FoxDW. Ja, angespannte Situation. Wir wissen jetzt gerade nicht so ganz, was die mit der weißen Binde hier vorhatten, ob die uns überfallen wollten. Die versuchen jetzt gerade ein bisschen zu kalkulieren, wie viele wir sind. Und ich finde mich hier drin jetzt gerade ein bisschen unsicher. Okay, der hört nicht auf das, was ich sage, irgendwie. Er hört mir nicht zu. Wollen wir uns vielleicht mal verschieben? Das ist eine Situation, die wir nicht kontrollieren können, ne? Weit in die Stadt rein, also, oder drei Stück gehen jetzt runter. Ja, lass uns verschieben. Wir ja. Lass mal in die Stadt. Umso länger wir stationär sind, deswegen können sie sich besser ausrichten, ja, in die Stadt. Ja, lass uns abhauen. In die Stadt. Ja, noch mehr von denen. Ey, naja, erstmal. Wo rennt denn alles dahin jetzt? Kann euch eins sehen? Du bist in der Nähe, oder was? Ja. Okay, dann, ich sehe drei auf offenen Feldern, die was hinter der roten... Richtung Kirche! Los, alle Richtung Kirche! Ja. Ich sehe noch einen vor mir. Scheiße, das sind fünf Leute, die kommen alle zu mir, fuck. Also, die Kirche ist auch noch eine. Ja. Trotzdem Richtung Kirche und dann erstmal... Wir haben ja keinen RP bis jetzt. Ja, ich versuche einen Umweg zu laufen. Hier war doch auch gerade jemand auf der Straße hier, ne? Ja, vor uns direkt. Links ist er weggelaufen. Nee, der ist geradeaus, durch. Da läuft er, da hinten. Zwei sogar. Okay, erstmal sammeln, wir sind vier. Lass in die Kirche sammeln. Nee, in der Kirche nicht, nein. Nicht in, das bist so du zu sehr eingekesselt. Ja, weil sie uns dann warum stellen können. Ein paar Granaten rein, oder sind wir tot. Wer ist so, der hinter uns? Muss ja gar nicht sein, oder nicht? Nein, ich bin hier, das ist Dinges. Ja, wo ist es? Lauf einen großen Baum, das ist... die Scheune. Wer ist hier? Da war gerade einer. Okay, der wird uns wahrscheinlich verfolgen. An der Kirche war der. Mit Pumpgun. Wir gehen hier hoch ins Klavier, ins Klavierhaus. Noch mehr. Oh ja, die verfolgen uns. Vor uns rechts ist auch noch eine. What the fuck, was ist das für eine Gruppe, Alter? Okay, ich gehe raus. Okay, alle Mann folgen. Jetzt, los, go. Hier hat jemand davor so schön gesagt, einmal ums Haus rum, kurz mal Überfall gebrüllt, noch eine schnelle Konsequenz genannt, wenn sie es nicht machen. Ja, das kennen wir alle schon, alles gut. Es ist gerade nur dieser Moment wichtig. Hört der scheiß Zombie auch noch aggro? Ja, ist nicht so schlimm, der hört schnell auf, wieder nachzulaufen. Ich sehe nur vier. Wo ist der fünfte? Alles gut. Okay, alles gut. Sind auch hier abgezogen, glaube ich. Okay, da hinten beim Waldstück, dann gehen wir kurz in Stellung und beobachten mal den rückwärtigen Raum. Okay, wir gehen jetzt rechts hier hinten, Ausläuferberg, unten in Stellung und warten, bis er vorbei ist. Hier, einer sucht sich eine Schneise, damit er auf dem Weg, auf dem wir gerade lang gelaufen sind, durchschauen kann. Einer schaut jetzt in die Richtung Freifläche hinter uns.
Bounty, du machst das. Die hinter uns. Ja, in die, also wir gucken jetzt in Richtung. Keine Ahnung, ich habe gerade die Himmelsrichtung nicht, so. Ja, aber. Wer von uns hat denn eine Presseweste an? Ich. Einen blauen, hellblauen Rucksack? Nee. Wer rennt hier mit einem roten Rucksack umher? Ich. Das ist Bounty. Das hellblauer ist Rucksack rennt rechts an uns vorbei, ne? Das ist nicht unser. Ja, der rennt an uns vorbei. An vorbei. Der hat eine Pumpe. Eine Pumpe? Ja, ich hab ihn im Blick. Ja, der war vorne auch dabei. Richtung Hauptstraße ist er. Ja, der lief einfach an mir vorbei. Der rennt auch weiter in den Wald hoch. Der rennt weiter auf die Hauptstraße zu. Ist jetzt gleich bei dem markanten kleinen braunen Haus. Also dunkelbraun. Okay. Sehr schön. Das war ja anscheinend ungefährlich. Ja, mit der Pumpe ist wieder da. Der ist hier vor uns, direkt auf der Freifläche. Hey, Bro. Hey, Bro. Der sucht uns doch, der spottet doch für die anderen. Was machst du denn hier, Schröder? Wie soll das passieren? Ganz, ganz blöde Aussage. Ich gucke weiter nach hinten. So, jetzt, Gunny, orientier dich. Ja. Okay, dann sag Bescheid, wenn ihr loslauft. Ja, Cabanino ist rechts von uns hier. Da siehst du direkt die Kirche. Ich hab so das Gefühl, dass hier noch mehr anders ist, aber ich kann halt keinen. Ich bin der Meinung, die haben uns umlaufen. Okay, ich höre hier labert jemand. Hä, wer ist er denn jetzt schon wieder? Moin. Nicht zu lange an einer Stellung. Ich würde es begrüßen, wenn wir kurz wenigstens nach Cabanino zur Kirche rennen, um wieder unseren Standort ein wenig zu verändern. Nicht, dass sie sich in Ruhe um uns positionieren können, rein theoretisch. Ja. User joined your channel. Und? Hi. Hi. Ich schon wieder. Ach, okay, warte kurz. La Maga. Gani, dann orientier dich und gib uns eine Ansage, wohin du rennst. Ja, also pass auf, ich weiß genau, wo ich hinlaufe. Seht ihr mich? Ja, mit dem grünen Rucksack? Ja, ich bin hier. Alles klar, dann lauft ihr jetzt mir hinterher, ich renne sie zur Kirche hin. Wenigstens, dass sie sich jetzt nicht positionieren können, falls sie das gerade vorhatten, dass wir wenigstens immer zwischendurch einen Stellungswechsel haben. Er ist immer noch hinter uns. Okay, weißt du was, wir verziehen uns gleich weiter. Gunny, direkt sofort peilen, nächste Richtung und weiter. So schnell wie möglich Meters machen, damit wir abhauen können. Das ist jetzt halt die Frage. Also wir können. Ich wäre dafür, wenn wir im Vibor kurz da die Melee-Base kurz mit durchrennen. Bus, wer hat geschossen? Okay, ich habe nichts gesagt. Weiß ich, kann sein, dass auf mich gerade geschossen wurde. Okay, ist hier mal Schall gedämpft. Oh, der SVD, Alter. Immer noch auf dich, oder was? Ich weiß nicht, ich glaube ja. Okay, dann Deckung. Ohne Ansage ist natürlich mega assi. Hat jemand auf uns geschossen? Also, ist hier jemand getroffen worden? Nee, aber ich bin der Meinung, ist an mir vorbeigeflogen. Vielleicht ein Warnschuss? Aufpassen wegen Granaten, ne? Ich sag, die müssen PvE ansagen. Ja. Ist doch nicht so schlimm. Das Problem ist, die können uns jetzt hier einkreisen. Ich lauf mal draußen, ja, mach nein, nicht. Nein, alles ich lauf mal ein bisschen draußen rum. Nein. Lass ihn doch. Nein, du sollst bloß den nächsten. Ich hab doch kein Equip, ist doch egal. Ja, es interessiert mich nicht, ob du stirbst oder nicht. Geht aber darum, dass wir gesammelt wegkommen hier. Ich will nicht in diesen scheiß Bunker hier krepieren. Ich will erstmal nur wissen, wo die sind, weil sie sehe. Gunny? Okay. Du guckst jetzt mal, in welche Richtung wir als nächstes laufen müssen. Gunny, sobald du soweit bist, lauf los. Oh, das ist genau in der Richtung, wo die Schüsse herkommen, ne? Okay, dann laufen wir links umfassend rum. Wir gehen um die alte Fabrik drum rum, also die Fabrik, in die ich jetzt gucke. So, gehen wir links dran vorbei, gehen erstmal schräg geradeaus und dann umgehen wir die anderen, okay? Hinten raus aber, oder? Hinten raus. Nee, wir gehen vorne raus. Die haben ja mit uns gar kein RP angefangen. Ich geh vor. Nee, Gunny geht vor. Der weiß ja, wo es lang geht. Bounty, wo bist du? Ja, ich bin hinter euch. Okay, du siehst uns, ja? Ja. Okay, nice, dann komm. Okay, ich seh dich auch.
Wenn jemand auf uns schießt, dann streckt ihn gleich nieder. Oder die Waffe auf uns richtet, ist mir egal. Also hier rechts unten im Dorf sind die alle und haben hochgeschossen. Ja, ja, okay, wir gehen weiter. Die wollen uns eventuell nur außer Ressorts bringen. So, ein kleiner Cut an dieser Stelle, meine Freunde. Und zwar haben wir es natürlich weiter verschoben von dem Beschuss weg. Dachten natürlich, dass das immer noch die Gruppe ist, die uns in Novi Sobor angetroffen hat, beziehungsweise die wir angetroffen haben. Ob die das jetzt war oder nicht, wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wir wollten halt auf Nummer sicher gehen und haben uns so weit verschoben, dass wir bis nach Zelenogorsk gelaufen sind, haben immer wieder kurze Beobachtungshalte eingelegt und haben dann irgendwann wirklich auch keine Bewegung mehr hinter uns oder um uns rum wahrgenommen und gingen jetzt eigentlich so langsam davon aus, dass wir der Gefahr so ein wenig entronnen sind und jetzt endlich unser PvP, unser Equip ein wenig verbessern können. Und haben uns auf den Weg nach Myshkino gemacht. Dachten, okay, zu viert können wir definitiv dort beherzt draufgehen. Und an dieser Stelle setzen wir wieder ein. Okay, dann treffen wir uns auf der gegenüberliegenden Seite, okay? Dann laufen wir jetzt in der Mitte durch, oder was? Nee, wir laufen nicht durch. Wir laufen jetzt hier links. Hier vor uns direkt ist das Camp. Hat jemand schon mal Blick auf das Camp geworfen? Grob noch nicht, nein. Okay, dann das sollten wir als erstes tun. Einmal mal kurz reinschauen. Sucht euch eine Schneise, wo ihr rein beobachten könnt. Also irgendjemand von euch hat doch das Hunting-Scope, oder? Ja, doch ich, ja. Na, siehst du doch. Dann sucht ihr eine Schneise, ich bleib bei dir. Und ihr anderen beiden rennt nicht zu weit. Na Gray, rennst du gerade wieder von rechts nach links, oder? Nee, ich bin... Irgendwer rennt hier unten. Okay. Oh ja. Guckt jemand nach oben? Nein. Ich und Mount, die sind noch weiter oben. Unten sitzt einer. Komm mal rüber. Ja, unten vor mir ist einer. Ja, hol den dir. Ja, warte. Er aimt, Achtung. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Was hat er denn gelaufen? Er ist hinter dem Baum. Immer noch. Ja, ich sehe ihn. Direkt hinter dem Baum. Oh, ich bin tot. Ich auch. Ich hab nicht mal den Schuss. Der hat mich sofort gekillt. Wir haben gar nichts. Die haben nicht mal was gesehen. Die sind rechts umfassend. Weiter unten. Also 50 Meter ja. Vielleicht noch zur Waldkante. 50 Meter zur Waldkante. Danny, Bounty sucht dir eine Position. Die war jetzt dreckig. Die war echt dreckig, Alter. Der hatte sofort auf Anhieb getroffen. Ja, eigentlich hätten wir gleich schießen müssen. Ja, ich hab gedacht, du bist es da unten vielleicht. Kann eure Leichen... Oh, okay, ich sehe zwei, drei Spieler rechts. Vier Spieler. Ja, ich sehe sie. Direkt vor uns. Circa 200. Ja, ich hab's zwar gesehen. Sind direkt an der Waldschneise. Und jetzt, warte, noch nicht schießen. Ich muss erst einmal. Einer rennt links weiter. Einer liegt in dem Baum da hinten. Haben uns nicht bemerkt. Dann wollen die bestimmt looten. Dann müssen die beiden hier irgendwo da liegen. Ja, ich sehe einen, der rennt drüber. Links rüber. Einer müsste reinlaufen, ne? Ja. Ja, den können wir nachher wegholen. Ich will die anderen beiden haben. Können die bestimmt, ich sehe, die liegen bestimmt hinter der Tanne da. Weil die alle da anhalten. Oh! Ich wurde getroffen! Ich weiß nicht von wo. Ja. Ich bin tot. Ich sehe nichts. Toll. Bist tot? Ja, ich bin tot. Ja, das kann doch nicht sein, ey. What the fuck? Was haben das denn her? Ich hab nicht mal einen Schuss gesehen. Okay, aber. Ich sehe ihn. Hier kommt den Knallin ab. Ja, er kommt her. Ein kleines gieriges Kind. Leg ihn um und ja, warte. Geh sicher, dass du nicht aufgeklärt bist. Gib ihm dementsprechend noch einen Headshot.
Tot. Du oder was? Er ist tot. Ah, nice. Sehr schön. Gib mir noch einen Headshot, wenn's geht. Er ist tot. FNL macht ihn gleich weg. Nice Job. Und jetzt warte, wenn sie dich nicht aufgeklärt haben. Und ich hab dich aufgenommen, weißt du? Ja, alles gut. Beobachte weiter in die Richtung. Stand die auch in der Tanne drin. Oh, ich bin tot. Das war ein besserer Sniper als wir. Der kam von rechts oben irgendwo, der war von rechts oben geschossen. Dann waren sie doch zu viert, einer ist zurückgeblieben. Ja. Und was ihr sicherlich schon früher mitbekommen habt, als ich, ist, dass ich mein Mikro hochgeklappt hatte und ihr deswegen überhaupt nicht hört, was ich sage, ist jetzt auch egal. Leider Gottes ging die ganze Aktion, obwohl wir uns vorher natürlich noch zurückgezogen haben, den ganzen Kram, am Ende dann doch tödlich für uns aus. Ja, lief doof, aber so kennt man das ja aus DayZ, ne? Leben und Sterben, meistens halt Sterben. Gehört irgendwo mit dazu. Das war's auf jeden Fall für das Video. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten natürlich wieder konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.